Hi, mein Name ist Lukas Lammler und ich bin der Hanfpirat aus dem Landtag in NRW. Hallo Lukas, sag mal, du kommst hier als Gärtner, was hast du vor? Ja, ich bin so ein bisschen bekannt geworden als der Hanfpirat, war bei echten Hanfbauern in Warendorf in NRW unterwegs und habe tatsächlich gesehen, wie sinnvoll und nützlich die Hanfpflanze ist und wie vielseitig sie ist. Und dafür bin ich hier, die Hanfpflanze ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszuholen, zu zeigen, dass es eine sinnvolle Sache ist. Aber du machst die Polizei zum Gärtner? Nein, die Polizei mache ich nicht zum Gärtner. Ich mache nur, dass die Polizei sich nicht zum Vollobst macht. Denn wenn man tatsächlich sieht, was von Aufwand betrieben wird, um halt Konsumenten, um Kleindealer zu bestrafen, zu erwischen, das ist einfach der pure Wahnsinn, das muss aufhören. Was machen die mit den Hubschraubern? Ja, die Hubschrauber werden, so also kürzlich die erfragten Zahlen von uns in NRW, zumindest in den letzten Jahren, wurden sie knapp 201 Mal eingesetzt, um halt illegale kleine Hanfplantagen versteckt an irgendwelchen Maisfeldern ausfindig zu machen. Über 160.000 Euro wurden dafür verplempert und das ist einfach unnötig. Das Geld könnte man genauso in die Drogenprävention reinstecken. Kann man die überhaupt noch mit Wärmebildkameras fassen, wo es doch heute LED-Lampen gibt? Nein, die kann man heutzutage auch nicht mehr mit Wärmebildkameras machen, weil die Umstellung erfolgte größtenteils auf LED-Technik, weil es einfach energieeffizienter ist. Insofern ist es echt verschleudertes Geld, mit teuren Hubschraubern auf Plantagenfang zu gehen. Okay, was kommt als nächstes? Also wo geht das hin hier in Deutschland? Also ich glaube und ich hoffe, dass zumindest zur nächsten Bundestagswahl ein großer Umschwung kommt. Allerdings müssen die Konsumenten, die Aktivisten, die sich jetzt schon dafür einsetzen, einfach ein Auge drauf haben. Weil von den Parteien wird viel versprochen, aber wenn sie dann erstmal in der Regierung sind, wird das nicht eingehalten. Das war die letzten 20 Jahre so und das muss endlich aufhören. Ist das vielleicht so wie auch bei anderen Themen, dass die verschiedenen Gruppierungen auseinanderdividiert werden? Also man sieht hier zum Beispiel wenig Linke und andere Gruppen. Die Piraten sind sehr stark vertreten. Kann das ein Faktor sein? Also momentan ist es ja so, in fast jeder Partei gibt es irgendwie ein Grüppchen, das sich für die Legalisierung einsetzt. Manche spielen auch mit ihrem Image, wie zum Beispiel die Grünen. Wobei, wenn wir etwas aus der Geschichte der Grünen gelernt haben, dann die Tatsache, jedes Mal, wenn sie in der Regierung sind, sei es auf Bundes- oder Landesebene, passiert nichts oder die Repression wird sogar verschärft, wie in Baden-Württemberg. Insofern einfach mal eine Alternative wählen, die auch wirklich das umsetzt, was sie verspricht. Was würden denn die Piraten als erstes tun, wenn sie zum Beispiel dann nächstes Jahr im Bundestag Einfluss hätten? Wenn die Piraten im Bundestag Einfluss hätten, könnte man einfach einsetzen und erstmal auf der polizeilichen Ebene einfach mal die Prioritäten anders setzen. Das würde schon viel bringen. Und sich dann halt auf anderen Wegen und anderen Gesetzesgebungsverfahren dafür einsetzen, um dann zum Beispiel kontrollierte Cannabis-Abgabemodelle endlich zu etablieren. Druck auszuüben auf das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da muss angesetzt werden. Das kann der Gesetzgeber, das können Bundesparteien. Und deswegen gehören meiner Meinung nach die Piraten auf jeden Fall in den Bundestag. Alles klar, schönen Dank. Dankeschön.